Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, Let's Play LS17, Nordfriesischer Marsch, Vierfach-Map, Version 1.2 sind wir noch unterwegs, hab gerade einmal schnell einen Neustart gemacht und siehe da, Cosplay funktioniert wieder, ich hatte tatsächlich noch zwei Cosplay unterschiedlicher Bezeichnungen bei mir im Mod-Ordner und das hat es natürlich wieder zerschossen, dass gerade eben Cosplay nicht funktionierte. Heute werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg machen zur Zellstofffabrik, holen uns ohne Ende Papier, ohne Ende zumindest das, was da ist. Da brauchen wir eine ganze Menge nämlich jetzt von für Zellstofffabrik und eigentlich auch für die Hühnerfarm. Dann holen wir uns ein paar Leerpaletten, wobei viele waren da noch nicht, aber zumindest ein paar habe ich da gesehen. Das kann also auch nicht schaden. Ja, dann, ja, mich nervt das mit dem Hühnerhof immer noch genauso wie in der ersten Folge. Ist echt schade, dass es nicht funktioniert, weil eigentlich soll man da natürlich Getreide aller Art einliefern können, damit man den Hühnerhof besser versorgen kann. Auch Stroh sollte man eigentlich, Stroh sollte man da einlagern können. Mit, sag mal, nix gewesen, ne? So, auch Stroh soll man da einlagern können, was sollen wir sonst noch, was wir da brauchen. Getreidesorten aller Art und ja, ich werde natürlich dran arbeiten, aber wie eben auch gesagt, wenn es nicht machbar ist, weil irgendwie kriege ich es nicht so einfach hin, in LS17 weitere Silos einzubauen. Das ist echt deutlich komplizierter geworden als noch in LS15. Ich bin gespannt, wie es in LS19 dann wird. Auch dazu auf der, da wieder eine friesische Marsch zu machen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht eine neue, ich glaube aber nicht, dass sie eine neue Engine oder irgendwas kriegen. Wahrscheinlich wird es hier wieder aufbauen. Es sind ein paar Neuerungen, aber vielleicht kann man ein Stück weit nachher übernehmen. Aber das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Das noch lange hin. Unser Düngerstreuer ist hier nicht mehr unterwegs. Der steht jetzt hier vorne rum. Dann sollen wir den nochmal neu ansetzen, ne? Ja, das sollen wir gerne nebenbei die ganze Zeit machen. Dünger streuen lassen. Ich meine aber, hier wären wir schon. Ne? Also ich setze ihn jetzt erstmal in der Mitte dann an. Ich habe den Düngerstreuer runtergelassen, deswegen schleift er so ein bisschen. Ne? Fehlt mir ein bisschen Funkenflug. Also wir könnten das jetzt hier über die Seite machen, wir können es aber auch auf die lange Seite fahren lassen. Ich denke, wir lassen ihn auf die lange Seite fahren. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass ihr nicht mehr ganz so viele Fehler jetzt findet in den letzten Tagen. Dass sich das Ganze jetzt ein bisschen einspielt. Ja, hat er hier schon? Ja, hier muss er wohl schon haben. Ich sehe es auch nicht so richtig. Wenn ich so mal gucke. Ist richtig schwierig zu sehen. Aber wir haben wahrscheinlich zwei hier rein hier gemacht, ne? Wir müssen sogar... Na, hier sieht das so aus, als wären wir noch nicht gewesen. So, ich glaube, ich habe die Ecke gefunden. Das ist echt schwierig zu sehen. Wahrscheinlich in der Aufnahme gar nicht zu sehen, aber hier sehen wir es so ein ganz bisschen. Hier fährt er. Kann sein, dass es jetzt zu weit weg ist oder nicht. Wir müssen mal wieder auf Düngerstatus umstellen, denn sehen wir das Ganze auch ein bisschen genauer hier. Doch, das passt einigermaßen. Scheint er richtig die richtige Ecke gefunden zu haben. So, dann holen wir uns den LKW wieder. Und gucken mal, was die Zellstofffabrik für uns produziert hat. Müsste ja schon ein bisschen was zu holen sein. Also mindestens eine volle Trailerladung. Und vielleicht teilen wir das dann nachher zu dritt auf, so ungefähr. Also ein Drittel der erste Hühnerstall, das andere Drittel der zweite Hühnerstall und dann das andere, den Rest zur Zementfabrik. So irgendwie der Plan. Wir machen wir vielleicht auch ein bisschen abhängig, wie viel wir jetzt tatsächlich bekommen. Das Feld hier müssen wir auch noch düngen, das ist mittlerweile reif. Also wir können eine große Rapsernte bald starten, denn wir merken auch, das Wetter wird besser.
Ich will aber hier im Single-Spiel genau das gleiche machen wie im Multiplay. Ich will die alten Class-Drescher nochmal warten, also nochmal reparieren und dann zum Shop bringen und verkaufen. Und davon kaufen wir uns ja wahrscheinlich zwei neue Class-Drescher, die mir einfach besser gefallen. Einmal optisch, von der Funktion, vom Schneidwerk einfach ein bisschen toller sind. So, sind wir in der richtigen Einstellung drin? Sollen wir gucken, Paletten? Jo, Paletten sind gut. Ich will natürlich jetzt tatsächlich nicht so viele. Genau das wollte ich vermeiden. Jetzt haben wir nämlich eine Kartonpalette hier und ausnahmsweise wollen wir mal kein Kartons, sondern ausnahmsweise wollen wir nur eigentlich nur Papier. Schmeiß mal weg. Ganz unauffällig. So, das können wir ja gleich noch machen. Ich mache erstmal Beladung an. So. Ein bisschen hier näher ran. Ich will es ja nicht alle Paletten noch wieder mit der Hand ranbringen müssen. So, zack, zack. Kriegen wir. Den ersten Trailer kriegen wir fast voll, ne? Schiebe ich die hier ein bisschen näher ran. Und wenn wir gleich nochmal im Kursplay sehen, wir sehen, ich habe jetzt die alten Kurse wieder. Hab's auch hingekriegt, dank Experience. Hat funktioniert. Alte Kurse. Und neue Kurse. Für den brauchen wir jetzt natürlich einen neuen. Wir könnten den nennen Papier. Wir haben zu viel davon, ne? Können wir schon auch noch irgendwo auf dem Weg Karton brauchen. So ist es ja meistens nicht, ne? Wollen wir sowieso schon längs fahren. Ja, nehmen wir weg. Aber wo? Karton zum Beispiel würde Obst haben. Liegt der grob auf dem Weg? Düngersteuer arbeitet noch. Ja, der arbeitet noch. Wollen wir schon mal gucken. Ah, hier ist noch Karton. Also hier mangelt es auch eher an Leerpaletten und nicht zwingend an Karton. Auf dem Weg liegt auch die Brennerei. Komisch, auch hier haben wir genug Karton. Karton sind wir überall gut ausgestattet. Ja, da brauchen wir keinen. Dann lassen wir das einfach erstmal da, oder? Ich würde sagen, das lassen wir erstmal da. Wir nehmen nur die Papierrollen mit. Machen als einen Überführungskurs Papierrollen zum Eierhof. Krabbenkutter arbeitet auch nicht. Da bräuchte noch mal ein bisschen Diesel. Hier ist noch mehr als genug Hackschnitzel da. 200.000. Schön gefüllt die Halle hier. Das sieht ganz gut aus hier. Unser erste. Hier haben wir ja auch noch zwei. Die müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Alles mit, was geht. Und die eine angebrochene hier mit drei Rollen nehmen wir auch noch mit. So, Teilbestellung. Auf in den Trailer. Auf in die Zugmaschine. Kursaufzeichnung beginnen wir dann ab Ausfahrt. Und dann versuchen wir halt wieder ein bisschen vorsichtig zu fahren, damit wenn ja irgendwie heile zum Hühnerhof kommen. Kursaufzeichnung beginnen. Vielleicht machen wir dann zur Not nachher einen Pausepunkt und würden dennoch weiter durchziehen. Im besten Falle bis zur Zementfabrik. Jetzt haben wir hier Sonnenblumen. Okay, wir müssen einmal schnell die Fahrzeuge hier Verkehr ausmachen. Und dann können wir ihn wieder anmachen. Dann stört er uns aber hier nicht mehr. Zucker. Oh, Zuckerspawner ist fast voll. Könnten wir gut für Backwaren und für Kuchen nehmen, ne?
dass wir das zur Bäckerei bringen, dass wir auch da mal irgendwann vorankommen. Da brauchen wir bestimmt auch, weiß nicht, noch Leerpaletten oder Papppaletten. Denn wir haben hier im Singlespiel immer noch keine Backwaren und keinen Kuchen hergestellt. Im Multiplayer waren wir da schon mal ein bisschen voraus. Im Multiplayer sind wir sowieso meistens ein bisschen voraus dem Ganzen. Aber es ist auch insgesamt mehr Spielzeit, ne? 3 Stunden Stream, also das Let's Play ist ja in der Woche meistens keine 3 Stunden. Wenn wir legen, na ja, 2 Stunden, ne? Jetzt hier rum? Ich glaube schon. Das ist der richtige Weg. Getötet die Scheibe. Da hinten haben wir doch schon wieder Bremse vor uns. Ein bisschen langsamer fahren. Jetzt hier rum. Ich finde, bei so einer Überfahrt sieht man jetzt eben auch nochmal richtig, wie groß die Karte eigentlich ist. Ist nicht mehr so um die Ecke, sondern zack, es geht deutlich weiter. Ist auch schöner, finde ich. Ist auch alles weitläufiger. Ah, guck mal, da sehen wir doch auch noch was. Ich glaube, den Turm hatten wir im Multiplayer auch da stehen. Den müssen wir natürlich noch verkaufen. Da haben wir jetzt ein Problem, ne? Wir können aber rechts vorbeifahren. Das steht natürlich äußerst ungünstig. Das ist natürlich nur eine gekaufte Version. Die gekaufte Version können wir wieder verkaufen. So nur knapp über. Ja, hier haben wir riesiges Hopfenfeld. Großes Grasfeld für große Grasernten. Biogasanlage nebenan gleich. Da kann man richtig schön auch mal Grassilage fahren und nicht nur irgendwie 2-3 Ladungen machen, sondern richtig viele Ladungen machen. Muss natürlich vorher düngen. Hier das ist also das drittgrößte Feld gegenüber, glaube ich. Schön voll mit irgendeiner Frucht hier. Bin schon zu weit gefahren, ich weiß. Hab nur zu spät gebremst. Wir versuchen das hier vorne jetzt reinzufahren. Oder wir machen einfach hier unseren Stopppunkt. Und dann können wir selber entscheiden, ob wir das zum Hühnerhof bringen oder geradeaus dann eben weiterfahren. Ich speichere das Ganze mal unter Papier zu Eierhof. Weiß nicht, ob wir irgendwann tatsächlich noch einen Zementkurs aufzeichnen. Gucken wir dann, ne? Also, bringen wir mal ein bisschen was in die Halle. Trailer 1. Jetzt sind wir auch in den Leerpaletten, aber ich glaube, so viele Leerpaletten hatten wir auch noch nicht. Da die Produktion muss noch ein bisschen mehr arbeiten. Abgeladen. So, zack, zack, zack. Mehr gibt es erstmal nicht. Das reicht auch erstmal. Da werden wir wieder. Einmal loslassen die Paletten und irgendwie so viele einlagern. Perfekt. Das reicht. Und im kleinen letzten Rest fahren wir jetzt zur Palettenfabrik. Holen uns die, was weiß ich, 3-4 Leerpaletten, die da stehen. Und bringen das Ganze dann rüber. Zur Zementfabrik. Eigentlich fahren wir besser sowieso gerade dran vorbei, dann rechts. Dann ist es nicht so weit. Jetzt, wenn wir jetzt hier rechts rumfahren, ist es ein bisschen umwegmäßig. Dann haben wir alles, ne? Dann haben wir Sand, Kies, Wasser, Leerpaletten und Papierpaletten. Ein bisschen größeren Stil. So ist es, dass es ja auch lohnt, dass wir richtig ein paar Zementpaletten da rausbekommen für
die Brückenbaustelle, die wir natürlich hier noch mit angehen wollen. Und dann wollen wir auf jeden Fall irgendwann demnächst Groß-Silage vielleicht fahren. Mal gucken, hier die BGA Ost ein bisschen zu beliefern. Ein bisschen ist auch wirklich nur ein bisschen, da ist so viel Platz. Da werden wir wahrscheinlich bessere Multiplayer-Sessions hinkriegen. Aber es ist eben, ne? Nordfriesische Marsch-Map ist eindeutig eine mega Multiplayer-Map, weil man so viel zu tun hat, dass man im Singleplay eigentlich ja, irgendwann sagen muss, okay, ich kann nicht alles gleichzeitig betreiben. Ich guck mal da vorne, der ganze Pellets-Spawner ist auch schon wieder full. Können wir aber mitnehmen zum Strohkraftwerk, richtig? Habe ich doch eingerichtet, ne? Das muss ich selber erstmal gucken. Sägewerk, wo ist denn das Strohkraftwerk? Da ist das Strohkraftwerk. Die Pellets sind hier, 1650, sogar aktuell bester Preis. Erstmal hier vorne. Ja, die anderen beiden lassen wir lieber drauf. Das schadet definitiv nicht, wenn wir die drauf lassen. Und wir nehmen den hinteren Trailer. Machen auch mal Beladung an und sagen nicht, dass wir schnappen uns hier mal ein paar Pellets weg. Ja, genau, schön aber noch einen Schwung hinterher. Und die letzte nehmen wir dann auch noch. Sind wir ja gar nicht so. Dann kann die Produktion hier nämlich auch wieder losgehen. Wir wollen ja auch weiter Geld verdienen, ne? Ah, hier ist eine Lücke. Haben wir hier noch? Wir haben noch leere Paletten, nur ein paar. Aber wir haben noch Stroh immerhin. Also das sieht gar nicht so schlecht aus. Und wir haben so tolles Wetter, ne? Da wisst ihr ja, was vielleicht am morgigen Sonntag schon ansteht. Alte Drescher verkaufen, neue Drescher kaufen und auf in die Rapsernte. Denn wir wollen natürlich viel Diesel herstellen in den nächsten Wochen für unsere eigene Produktion. Wir brauchen wieder viel Diesel für die Krabbenkutter. Wir brauchen viel Diesel für die Sand- und Kiesproduktion. Und wir kommen eben am günstigsten daran, glaube ich zumindest, wenn wir selbst produzieren. Und erstmal fahren wir die Paletten hier rum. Das machen wir morgen zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und einen kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn ihr morgen wieder dabei seid, freue ich mich. Bis dahin, danke ich euch.